Ja, Freunde, ich habe hier heute noch einen Gast bei mir, der sich gerne mal vorstellen möchte. Kannst dich ja mal vorstellen. Hallöchen, ich bin der Pyroplosion, auch genannt Pyro Mike. Komme bei dem Jan um die Ecke rum. Um die Ecke rum kommst du? Ja. Das oh gut. Und zwar möchte ich den Mike mal die Möglichkeit geben, sich bei euch mal vorzustellen. Er hat seinen Kanal dieses Jahr gestartet. Naja, nicht ganz, das war glaube ich letztes Jahr im Mai. Ja, letztes Jahr im Mai ist er gestartet mit mittlerweile 119 Abonnenten, glaube ich. Ich kann es nachgucken, ich habe es auf Handy. Ja, 119 aktuell. Also auf Instagram hat er weitaus mehr, schon über die 600, oder? Ja, 630 heute geknackt. Mehr wie ich. Und da dachten wir uns einfach mal, ich lasse ihn euch mal vorstellen und habe ein paar Fragen noch dazu. Die erste ist natürlich, stelle ich mal vor, hat er schon gemacht, ne? Die andere Frage ist, welche Art von Videos gibt es bei dir? Gibt es irgendwelche Kriterien, die du erhältst? Oder? Ja, bei mir wird sich ab nächstes Jahr definitiv alles Richtung F4 drehen, weil ich mich entschlossen habe, meinen F4-Schein zu machen. Des Weiteren mehr auf die Schiene Classic gehe. Aber nicht nur ausschließlich Classic, aber zum größten Teil dennoch Pyro-Genie, Lone Star, aber hauptsächlich Feuerwerk. Ja, kenne ich jetzt so aus dem F3-Bereich auf jeden Fall. Ich habe bei den 27er bis F3, mein F4er werde ich, denke ich mal, erst in 5 Jahren machen. Das haben wir beide schon besprochen. Ja. Hast du in nächster Zeit ein paar große Projekte geplant? Sprich, hast du irgendwelche Mega-Verbünde oder hast du irgendwelche krassen Sachen, die du im Kopf hast, die du vorstellen möchtest? Oder? Na, an krassen Sachen, die Bestpreis 25,50 von Classic, eine 50mm Batze. Die anständig reinhaut, wie gesagt, weil viele beschränken Classic auf Dumbum, womit ich nicht sehr zufrieden bin. Demnach mein größtes Projekt selber, wie jeder jetzt weiß, so kurz vor der Zeit wird Silvester starten. Und für nächstes Jahr werden wir sehen, durch den F4-Kurs werden definitiv mehr von dem Kurs die Videos kommen. Den Kurs machst du in der Thüringer Feuerwerksschule? Thüringer Feuerwerksschule, genau. Beim Sven Schrader. Was für die Leute vielleicht mal interessant, was bezahlst du da so ungefähr? Ja, also der Grundkurs, also inklusive Helferscheine, beläuft sich so auf 2.100 € an Grundpreis. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, dem MFTB beizutreten, was der Thüringer Feuerwerkverbund ist. Da hat man ab einer Mitgliedslänge von einem halben Jahr schon einen Rabatt von 20%, welchen ich dieses Jahr ausnutze. Andererseits habe ich ja auch noch im Feuerwerkerforum den Frühbucherrabatt ausgenutzt, das waren auch die dementsprechend 20%, somit beläuft sich die Summe auf mich für 1600 irgendwas, inklusive dieser 20 Helferscheine, die man für die Geschichte braucht. Helferscheine, auch mal ein wichtiges Thema, finde ich. Die meisten Leute denken ja immer, okay, 26 Helferscheine, die wissen überhaupt nicht, was sie da machen müssen. Vielleicht möchtest du mal so erklären, was überhaupt mit Helferschein gemeint ist und gibt es da ein Ablaufdatum für die Scheine oder nicht? Also Ablaufdaten für die Helferscheine sind meines Erachtens nicht bekannt. Bei diesem F4-Helferschein müsste man den Nachweis erbringen, dass man sich an Großfeuerwerken beteiligt hat, sprich an F4-Feuerwerk, Umgang mit Stupide, Umgang mit Bodenblitzen, Umgang mit sämtlichen Anzündern, mit sämtlichen Varianten von Blitzknallkörpern, was halt Silvester so angeht und Großfeuerwerke. Das Einzige, was ich mal gelesen habe, war, glaube ich, dass nach 2 Jahren die Helferscheine wieder nicht mehr gültig sind, aber soweit ich weiß, ist das auch bloß ein Gerücht. Ja, also das kann ich leider nicht bestätigen, da weiß ich leider nichts drüber. Wie gesagt, ich mache das innerhalb von einem halben Jahr alles bei der Schule, dadurch ist es vom Vorteil. Machst du, ich denke mal, es ist immer noch so, dass praktischer Teil und Theorieteil ist. Wie sieht es da aus mit der Helferscheine? Sagen sie, okay, innerhalb von 6 Wochen machen wir die jetzt. Du kommst, sagen wir mal, jedes Wochenende bei uns vorbei oder macht ihr die hintereinander weg? Nein, das ist so geregelt bei Thüringer Feuerwerksschule. Du kriegst dort verschiedene Daten vorgestellt, wo die Feuerwerke planen. Dafür kannst du dich anmelden. Und das läuft dann so ab, du machst an einem Wochenende bei dem, was meist Freitag und Sonnabend angeht, 5 Helferscheine. Du machst Freitag das Feuerwerk ab 17 Uhr, je nach Wetterbedingungen, sprich Frühling, Herbst und Sommer. Ist ja klar, im Sommer starten die Feuerwerke definitiv erst später. Und Sonnabend ist dann nur Theorie und dann ist es auch schon wieder vorbei.
Das streckt sich über die Daten, die die Thüringer Feuerwerkschule vorgibt. Tschüss. Haben wir erstmal genug von dem Thema. Also auf jeden Fall interessant, also für Leute, die auf jeden Fall jetzt noch ihren Schein machen möchten. Mhm. Es gibt da ein paar andere Änderungen im Gesetz sozusagen ab nächstes Jahr, aber da sind wir noch nicht so ganz belesen, deswegen erwähnen wir das auch jetzt erstmal ja nicht. Richtig. Wir haben noch eine schöne Frage, und zwar, wo bestellst du am liebsten dein Feuerwerk, beziehungsweise welche Shops sind so momentan deine Shops, wo du sagst, okay, da kann man bestellen, und vielleicht mal den Grund, warum? Ja, von Shops bin ich leider Gottes abgekommen dieses Jahr, weil ich die Möglichkeit hatte, den Vertriebshändler Ost von Klasse kennenzulernen, und demnach habe ich meine fast komplette Silvesterbestellung bei ihnen halt getätigt. Deswegen auch Klasik dann richtig. Vorrangig. Okay, also bei mir muss ich ja sagen, ist es auch leider so, wenn man jetzt Scheininhaber ist, denke ich mal, wird es vielen so gehen, die jetzt einen Schein haben, dass man ausweicht, nicht mehr so diese großen Shops, sondern eher direkte Vertriebshändler, große Partner. Generell bestelle ich immer noch gerne, wie ihr seht, kleine Bestellungen bei Pyroland, Feuerwerksvitrine und Röder. Zündidee hole ich meistens ab bei der Bestellung, diesmal hat es dann nicht geklappt. Aber das muss ich auch schon sagen, also man weicht sehr aus auf große Händler oder beziehungsweise große Firmen, die halt den Direktvertrieb machen. So, was mich mal noch interessieren würde, was sind so deine also Lieblingsprodukte von F1 bis F3? Bei F4 sind wir ja noch nicht. Nee, das dauert noch ein bisschen. Welche Lieblingsprodukte hast du so in Klasse 1, 2 und 3? Ja, Klasse 1, ja, da bin ich eigentlich nicht so festgelegt. Meine kleine Pyrotochter, die fährt unheimlich auf die Leuchtstäbchen von Weco ab. Ja, da ist das zurzeit von mir der Favorit. Mhm. Ja, F2, da zieht sich die ganze Schiene schon wieder komplett anders, dadurch durch die ganze Klasse-Geschichte, weil die ja wirklich eine Reihe an F2-Produkten haben, die einwandfrei sind. Wobei mir gerade einfällt, einer meiner Lieblingsartikel, lieber Jan, habe ich immer mitgebracht. Ach, mitgebracht. Das sind hier die Classic Scream Rockets. Ja, die von Funke gibt es auch, aber in F3. Und diese gibt es in F2 und sind besser als die von Funke. Muss ich leider Gottes sagen. Entschuldigt bitte, ihr Funke-Jünger. Hier bei diesen 6 Raketen haben wir eine NEM von 75 Gramm. Und die sind ihre 75 Gramm wirklich wert. Krasser Pfeifaufstieg, Titanknall und ein Whistling oben am Himmel. Für solche Raketen einfach nur der Burner. Und der Preis, um die 8 Euro rum, eigentlich unschlagbar. Mhm. Ja, weil ich die so geil finde, Jan, darfst du dieses Jahr diese für mich exklusiv testen. Das ist aber nett. Super, wir sind ja sowieso Silvester, da wollte ich eh nochmal drauf sprechen. Wir sind Silvester sowieso wieder zusammen, also was heißt zusammen? Wir treffen uns natürlich vormittags und machen eine kleine Burner-Tour. Der David ist auch dabei, ich denke mal, seine Freundin wird auch wieder dabei sein. Wir sind alles 27er Scheininhaber und letztes Jahr hat jemand unter einem Video gepostet, als ob ihr alle Scheininhaber seid. Ja, wir sind alle Scheininhaber. Wir treffen uns immer kurz Vormittag und Abend, machen eine kleine Runde und so kommt dann halt auch das zustande. Pyroplosion persönlich kenne ich jetzt übers Vorschießen, glaube ich. Vorschießen bei Zündidee? War ja, das war letztes Jahr Zündidee Vorschießen. Mhm. Und wie das alles so gelaufen ist, weiß ich selber schon gar nicht mehr. Ja, das. Eins kam zum anderen, wie es auch immer so ist. F3-Artikel, hast du da noch einen Favoriten? Na, Favorit ist da wirklich diese Bestpreis 2550, weil für eine F3-Batterie 50 mm 25 Schuss für knappe 50 Euro von Classic einfach nur der Hammer. Wie viel Millimeter? 50. Und der Preis? 50. 50. Ist gut. Unschlagbar, finde ich. Ja, ich war nicht gerade. das ist schon mal Gehirnstorming, Brainstorming. Ja, für mich persönlich, ich bin, was Lieblingsartikel betrifft, wirklich so noch kindheitsgeprägt. Ich habe auch mal ein bisschen was vorbereitet. Klasse 1 Artikel, ja, ich auf jeden Fall diese schönen Knallschnüre von Triplex. Also als Kind fand ich die super toll. Es gibt die auch von JGWB Bergholz. Mhm. Finde ich aber nicht so toll. Die haben oft Aussetzer und sind doch nicht so laut wie die von Triplex. Also Triplex mag ich eher. Ja, da stimme ich dir zu. Und als F2-Artikel, als Kindheit natürlich die Luftheuer.
jetzt in dem Fall vom Funke, weil wer anderes stellt sie gerade nicht her. Habe ich alle Sorten, habe ich auch dieses Jahr nochmal bestellt, finde ich gut. Und als F3-Artikel für mich persönlich ist immer noch Triplex Song oder Song. Die Batterie hat glaube ich 36 Schuss, auch 30 mm Kaliber oder 25, bin mir gerade nicht sicher. Aber das Video ist auf jeden Fall bei mir und die Ausbreitung und der Preis ist auch gut. Preislich liegt er da bei 36 Euro, 35 Euro, manchmal auch 40, wie gesagt, je nachdem wo ihr kauft. Und das ist für mich die beste Batterie momentan so im F3-Bereich in diesem Kaliber. Ich weiß nicht, kennst du die Song? Ja, bestimmt. Ja, auch schon mehrfach gesehen. Wirklich auch kein schlechtes Produkt im F3-Bereich. Aber weiß auch nicht, von Triplex bin ich irgendwie abgekommen. Triplex ist so noch ein paar Favoriten. Aber wie gesagt, die Schüsse, die dabei sind, es kommt, glaube ich, vier verschiedene Effekte. Und beim zweiten Effekt habt ihr Blinker. Und die Blinker gehen so weit auf, dass man wirklich denkt, es ist eine 75 mm Shell. Also ihr könnt das Video gerne mal anschauen. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Ein größerer YouTuber hat das vor kurzem auch hochgeladen, das Video, und die auch für gut befunden. So, wenn wir schon mal dabei sind, YouTube und die ganzen Shops. Wir haben natürlich jetzt dieses Brandthema mit Sponsorings. Und ich sehe schon, du lachst. Natürlich, vielleicht interessiert die Leute mal deine Meinung zu Sponsorings. Du bist ja jetzt auch YouTuber, natürlich frisch. Ja, mit Sponsorings allgemein habe ich kein Problem. Also sollen sie machen. Da sieht man auch mal und hört auch mal von anderen persönlich die Meinung zu den Produkten, die dann in den Shops angeboten werden. Finde ich persönlich nicht schlecht. Für manch einen vielleicht eine Kaufentscheidung dann in dem Shop. Für mich selber, naja, jedem das Seine. Muss ich auch sagen. Also vor allen Dingen ich hatte Bedenken, wie gesagt, von Röder. Ich habe überlegt, ja. Wie gesagt, ich bin ja immer noch der Meinung, wir sollten die Shops überhaupt nicht anschreiben. Generell, es ist in jeder Branche so, dass sich die großen Firmen jemand rauspicken und suchen. Und wenn sie sagen, okay, es ist gut, der macht guten Content, ist vernünftig und habt ihr nicht gesehen, dann können wir gerne mal fragen, ob er das haben möchte. Aber andersrum finde ich das nicht so okay. Des Weiteren ist mir jetzt auch aufgefallen, nachdem ich das Video jetzt gesehen hatte von Röder etc. pp. Es sind wirklich viele Leute dabei, die den Link bzw. ihre Affiliate-Links so dermaßen anpreisen, dass man denkt, man muss jetzt unbedingt da kaufen. Finde ich nicht toll, wie gesagt. Und es gibt auch ein paar schwarze Schafe, auch auf Instagram, sehr viele sogar, die Sponsorings bekommen und es nicht angeben unter Werbung oder habt noch nicht gesehen. Auch das ist Pflicht, das möchte ich mal dazu sagen. Und ja, Ehrlichkeit wert am längsten. Genau. Wie gesagt, von mir habt ihr immer eure ehrliche Meinung. Und da die Leute schon wissen, dass wir sowieso Silvester zusammen sind, denke ich mal, wirst du häufiger auf meinem Kanal sehen werden. Ich befürchte es. Jetzt wird es förmlich. Ja. Nee, ich denke mal, wir werden ein paar Videos zu Silvester machen. Definitiv. Und dann sehen die Leute nicht mal häufiger. Übrigens, den Link von Pyroplosion packe ich euch wieder unten in der Beschreibung rein. Schaut Very mal vorbei, nice. Lasst ein Abo bei ihm da. Sein Ziel ist es ja, wie ich gehört habe, eigentlich bis Ende des Jahres 1000 Abonnenten. Ja, sag mal, nach Silvester wenigstens nur die 1000 Abonnenten. Ich bin da nicht auf Monetarisierung aus, bin ich ehrlich. Mir geht es wirklich nur um das Feature, um die Nachrichten zu schreiben. Genau, das hat er gesagt. Wer nicht weiß, was das ist, unter der Rubrik Community bei mir, könnt ihr zum Beispiel Nachrichten, könnt Umfragen machen, könnt Fotos posten, kurze Fragen und könnt natürlich mit eurer Community kommunizieren. Jetzt habe ich es. Auf jeden Fall ist schon ein schönes Feature. Vor allen Dingen hatte ich letztens die Umfrage wegen dieses Sponsorings. Es haben sehr viele mitgemacht und abgestimmt. Danke nochmal dafür. Ich als YouTuber, ich habe damals, wann habe ich denn angefangen? Schon eine ganze Weile her. Wo ich umgezogen bin. Wo habe ich umgezogen? 2011. Habe ich angefangen, so Blödsinn zu drehen. Die Videos findet ihr nicht mehr hier. Das ist, man wird älter. Ja. Das kennt jeder. Und so richtig angefangen hatte ich eigentlich im zweiten Lehrjahr. Das war dann 2012. Also so lange existiert mein Kanal schon. So durchgestartet ist er sehr langsam. Deswegen, kleiner Tipp, lass dich da nicht beirren. Ach. Es ist nur eine Zahl. Mach guten Content, machst du ja auch. Du weißt ja, kommt Zeit, kommt Rat, mein Motto. Genau. Und das mit die 1000 Abos, das
wird noch eine Weile dauern, das kann ich dir so schon sagen. Es kommt halt immer darauf an, wie schnell irgendein Video durch die Decke geht, aber... Ja, ich denke mal, nächstes Jahr durch den F4-Bereich werden da doch wieder andere Möglichkeiten bei mir entstehen. Genau, und ich denke mal, wir werden nächstes Jahr auch, wenn irgendwelche Festivals sind oder irgendwelche Aktionen gerade anstehen, denke ich mal, nochmal gemeinsam unterwegs sein. Und dann würde ich mal sagen, war eine schöne Vorstellung von dir. Ja, danke dafür. Wie gesagt, wenn ihr Pyrovision sympathisch findet, könnt ihr ja gerne mal ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Ciao.